Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman mit der 264. Folge Let's Show Play Minecraft. Ich habe hier inzwischen an der Mine fleißig weitergebastelt. Die hat inzwischen auch ihren Namen bekommen, Alter Schwede, weil ich also in dieser Höhle so oft wie selten oder noch nie im Let's Play Alter Schwede gesagt habe, als ich die Höhle erkundet habe. Ja, den Weg hier nach Neptuns Dank kennt ihr ja schon. Und ich habe inzwischen also doch Stahltüren hier eingesetzt. Ist ein bisschen besser. Habe auch hier weiter ausgebaut. Ja, den zweiten Ausgang hier hinten hin. Kennt er sicherlich schon, aber hier ist jetzt noch die Bank dazu gekommen an dem Teich. Ne? Bisschen Blumen drumrum. Paar Skelette zur Deko dahingestellt. Ne? So, der muss mal weg, der Gartenzwerg. Sieht nicht gut aus. So. Ja, schauen wir uns mal weiter innen um. Hier habe ich noch das mit der Tür drin, weil hier kann ich recht schlecht von Skeletten beschossen werden. Ja. Und ihr seht hier in Blau und Gelb die schwedische Nationale dran. Wie gesagt, alter Schwede heißt diese Mine. Hier Tür, da ist auch neu. Und deswegen bin ich also ein bisschen hier durchgetobt und dekoriere das hier alles in Blau und Gelb. Und die schwedische Flagge wird uns also auch unten in der Höhle und Mine noch öfter begegnen. Einfach, weil ich hier so oft wie noch nie im Let's Play alter Schwede gesagt habe, in irgendeiner Höhle. Na, hier an das Bootshaus ist noch ein zusätzlicher Ausgang hinzugekommen. Und auch wieder mit Stahltür gesichert. Hier der Kanal ist ein bisschen verbreitert, beziehungsweise jetzt ausgebaut. Hat hier auch streckenweise einen Glasboden bekommen, weil man da halt auch noch in einen anderen Eingang reingucken kann. Hier schaue ich mal, ob ich noch was hinbaue, ob da vielleicht noch eine zweite Bucht hinkommt für ein Boot. Ja. Ansonsten hier auch dieser Eingang, hoppala, schön eingebaut. Auch da dieser Nebeneingang eingebaut und hier auch den Weg weitergeführt, der also quasi hier vom Haupteingang einmal ein bisschen um das Gebäude herumführt. Zum zweiten Ausgang auch hier eine Stahltür eingesetzt. Ups, deswegen mag ich die Dinger nicht so. Ja, und da geht es so runter in die Mine. Da schauen wir uns dann gleich nochmal ein bisschen um. Aber da seht ihr auch schon die erste Schwedenflagge. Ja, ansonsten hier einfach schön der Weg ein bisschen gebaut, der Kanal hier ein bisschen schön gemacht. Das kann alles noch ein bisschen feingetuned werden. Ja, aber hier kleine Brücke rüber über den Stichkanal. Hier haben wir noch einen zusätzlichen Eingang, na, der dann hier entlang führt. Und da haben wir auch nochmal hier Schwedenflagge, Schwedenflagge. Hier haben wir den Glasboden des Kanals. Ja, hier geht's weiter. Da schauen wir dann auch gleich nochmal vorbei. Da ist auch noch ein zusätzlicher Eingang. Und ja, hier geht's in die Höhle, in die Mine. Und hier oben geht es nochmal zurück in den Wohnbereich. Hier mit einer ganz normalen Holztür, denn es ist ja quasi Indoor, dieser Bereich. Ja. Ja, wir schauen uns einfach nochmal den Weg weiter an. Ach ja, da nochmal Schwedenflagge. Ich habe das Wegenetz auch noch ein bisschen weiter ausgebaut. Jetzt dieser Weg hier führt einmal zu einem weiteren Eingang. Den haben wir unten von der anderen Seite schon gesehen. Und auch hier seht ihr wieder schön alles so mit Erde überdeckt, dass diese Eingänge hier also wirklich in den Berg reingehen. Und dann hier eine schöne Brücke rübergebaut, Lava leuchtet oben. Ja. Und hier den Weg an der Küste entlang. Zack, 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 rennen wir mal, legen wir mal einen Zahn zu. Nicht so ausgebaut wie meine üblichen Rennstrecken, aber immerhin. Ja, hier kommt man dann zur Spinnenhöhle. Ja. Das ist alles so in den letzten Tagen, Stunden passiert, alles so nebenher, während der oder neben den Aufnahmen. Ja.
Und ja, in die Richtung wird wahrscheinlich noch ein Kanal durchgebaut werden, damit ich also hier dann auch wasserstraßenmäßig weiterkomme. Können wir hier irgendwo auf einen Baum hochhüpfen? Nehmen wir mal den hier. Da hat man doch immer noch eine recht gute Übersicht. Zack, zack, zack. So. Hüppel, hüpf, ne? Da seht ihr das, da hinten die Brücke, der Weg. Und hier lang wird dann also noch ein Kanal gebaut, damit ich also hier auch bequem mit dem Boot durch und weiterkomme in, ja, neue Gegenden. Da hinten, das ist alles noch unerforschtes Gebiet. Es ist zwar, glaube ich, auf der Karte drauf, weil in der Mitbauaktion hier mal gebaut wurde, in der zweiten. Stehen also in die Richtung weiter noch ein paar Gebäude. Aber so richtig erschlossen ist das Ganze hier noch nicht. Ja, wir sind also hier noch in alten Chunks, kann ich nicht oft genug sagen. Ja, und ja, schauen wir mal weiter. Zack, zack, zack. Genau, noch den zusätzlichen letzten Eingang. Ne, hier auch alles schön in die Erde eingelassen, die Eingänge. Das hatte ich ja hier vor. Ja, dass das immer so hier mal so klick rausguckt, so ein bisschen. Und jetzt, ach, hier fehlt noch das Schild, okay, und hier fehlt auch noch der Button, um die Tür zu öffnen. So, der ist mir doch mal weggeflogen, als ich hier einen Creeper ausgelassen hat. So, na, schwuppdiwupp, zack. Na, und hier geht's also runter, wieder in diesen erschlossenen Teil der Mine. Und ja, hier, das ist ein Teil, der hatte halt oben noch einen anderen dritten Ausgang, aber hier seht ihr, kommen wir dann rein in die Höhle. Und ihr seht auch hier, ich habe mir so meine Laufwege mit Treppen ausgebaut. Ja. Zack, 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 hier ist nichts mehr. Hier ist noch Platz für eine Fackel. Ja, okay, also hier ist nicht viel weiter, doch hier geht es noch runter. Und da kommen wir dann in bekannte Bereiche. Was heißt bekannt? Ja, ihr seht, ne? Die trägt nicht umsonst den Namen Alter Schwede, diese Höhle. So, hier ist alles schon ausgegrabbelt, ausge. Oh, zack, da machen wir nochmal Stein rein und hier auch nochmal eine Fackel ran. Ja, na, und da seht ihr, also geht's weiter runter. Ich will erstmal versuchen, wieder zurückzukommen zu dem zentralen Eingang, denn von dort aus will mich jetzt nicht mit Skeletten hier anlegen. So, zack, 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 zack. Jawohl, hier durch und dann da geht's hoch. Da habe ich, was siehst du, müsste ich mir immer doch den Weg hier noch mit Treppen kennzeichnen. Und damit man die besser sieht, setze ich die eben gleich hier an. So. Hier noch einen und da, na, dann kommt man hier schön wupp, wupp, wupp. Und von hier aus sieht man eben, dass es da lang runter geht. So, machen wir hier noch hin, da noch hin und da noch hin. So. Dann. Die Treppen sind immer auch eine gute Orientierung, wenn es darum geht, den Weg nach Hause zu finden. So. Söderle dann. Schauen wir noch mal so den Hauptgang entlang, über den ich die Mine hier erschlossen habe. Na, und da seht ihr, hier ist schon richtig schön alles ausgestaltet. Mit Treppen, mit Schwedenflaggen, überall. Na, hier der Schacht, erinnert ihr euch vielleicht auch noch dran. Und hier geht es also dann weiter. Okay, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Na, und immer wieder mal da, wo Platz ist, bang, einfach eine Schwedenflagge an die Wand genagelt.
Ja, da haben wir wieder eine. Und immer schön hier die Treppen runter. Zack, 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 zack. So. Ja, ihr seht, da lang geht's weiter. Da lang geht's weiter. Hier lang geht's auch noch weiter. Viel mit, naja, ne, Abzweigungen und hast du nicht gesehen. Und Pipapo und Halleluja. Und hier gibt es mal nochmal so einen Weg darunter. Und da lang geht's weiter. Hier ist auch noch irgendwo, wo es runter geht. Nee, das ist eigentlich nur. Das könnte man eigentlich zumachen. Die Ecke hier, dass das also nicht irritiert. So, machen wir das mal so. Und dann klatschen wir hier mal ein bisschen Naturstein an die Wand. So. Zack, zack. Okay, das könnte ein bisschen mehr brauchen. Halt mal, nee, da oben geht es ja auch noch irgendwo hin. Das heißt, das darf ich nicht dicht machen. Das muss also hier. Ja, ich weiß, es ist eine gnadenlose Verschwendung von Schönstein. Ja, aber einfach damit ich mich hier besser orientiere, muss das einfach sein. So, hier hauen wir auch gleich mal Treppen hin. So, hier. Okay. Zack, zack, zack. Ah ja, okay. Hier ist ja nichts weiter. Aber Platz für eine Schwedenflagge ist immer, ne? Zack. So, und dann setzt man hier mal zack, 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 zack. Und ups. So, zack. Hehe. No? Inzwischen dürften auch so die Leute abgeschaltet haben, die immer nur die ersten 5 Minuten gucken. Ah? denn ich habe eine wirklich tolle Nachricht für euch. Es gibt, wieso ist denn hier, achso, hier runter ist ja kein Bedarf weiter an Treppe. Wieso ist denn hier lang nichts? So. Ja, Top-Nachricht. ihr könnt das Texture-Pack, das ich benutze, herunterladen. Einen Link für die Anleitung findet ihr in der Beschreibung. es ist nicht ganz einfach, da Misa ja, die Texturen für die Mobs nicht freigegeben hat. Ja, ihr kriegt also in der Beschreibung findet ihr einen Link, sagen wir es mal so rum. Der zeigt auf eine Textdatei. Die solltet ihr mit dem WordPad öffnen, dann kann er nämlich die Links alle direkt gleich aufmachen. Ja. Und ja, da habt ihr dann eine Anleitung, wie ihr das Texture Pack herunterladet und installiert und dann die Mobs aus dem Misa Texture Pack hinzufügt. Ja. Sodass er also euch das Texture Pack selber zusammenmixt. So, da haben wir es, da haben wir es, da haben wir es. Ich habe es getestet, sollte also auch alles soweit funktionieren. Ja, also Anleitung lesen und dann seid ihr schlauer. Ja, hilft ja bekanntlich immer weiter. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, heißt es ja immer, ne? Nicht umsonst. So, zack, 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 hier bauen wir noch weiter. Und dann haben wir keine Treppen mehr. Egal. Schauen wir uns hier einfach noch ein bisschen weiter um. Da seht ihr, da sind wir auch schon wieder in unerforschten Bereichen, wo es dann weitergeht. Teilweise habe ich hier lang schon erkundet, aber hier zum Beispiel, ne, ist noch viel Platz.
Zum Erkunden, was habe ich mir hier hingebaut? Auch nochmal. Ach so, hier geht's. Genau, dass ich hier lang so rüber balancieren kann. Da oben geht's dann nämlich weiter und so eine Späße. Also diese Höhle ist wirklich, wirklich riesig. Ja. Und ich höre einen Slime. Oh. Die Frage ist nur, er kommt wahrscheinlich von da. Elks. So, Pflasterstein packen wir uns mal hier auf die Gabel. Dann schauen wir mal. Jawohl, oh, hier geht das wieder vollkommen unbekannt weiter. Es ist also... Alter Schwede, ja, diese Höhle hier hat es wirklich in sich. Und es ist, wie gesagt, eine Höhle aus den alten Chunks. Ja, das ist jetzt hier nicht mit dem neuen Word-Generator erzeugt, sondern richtig oldschool Minecraft Beta. So. Versuchen mal. Ach, hey, Creeper. Da geht es dann auch nochmal weiter. Also ihr seht, unendliche Verzweigungen. Alter Schwede. Wieder mal. Ja. Oh, was sehe ich? Diamanten. Das ist ja mal geil. Das ist das erste Mal, dass ich in dieser Höhle Diamanten finde. Mal sehen, ob hier in der Umgebung vielleicht noch... weiter. Schade, aber immerhin Redstone können wir gleich mal mitnehmen. Ja, mit dem Texture Pack, wie gesagt, lest die Anleitung. Mehr kann und werde ich euch dazu auch nicht erzählen. Ja, wenn ihr damit nicht klarkommt, dann seid ihr eindeutig überfordert. Ja, ich habe es getestet, es funktioniert alles, wenn man es genau nach der Anleitung macht. Und das solltet ihr schaffen. Ja, ihr müsst euch ja schließlich auch das Texture Pack verdienen. Ja? So. Kann ja nicht alle tollen Sachen gratis geben. Das Texture Pack übrigens, wie gesagt, nicht von mir entworfen, die Grafiken, sondern von Maupi. Ja? Wenn ihr also sagt, hey toll, dann sagt das bitte auch Maupi. Beziehungsweise sagt es einfach in den Kommentaren und denkt aber bitte daran, dass nicht ich das Texture Pack gemacht habe, sondern eben Maupi. Ja? Der kriegt hier die Blumen. Oder der hat hier die Blumen zu kriegen für das tolle Texture Pack. Der hat nämlich auch die Anleitung gemacht dafür. Ja, von daher gehen also die Credits an ihn. So, muss ich da noch was zu sagen? Ich denke mal nicht. Außer, dass ich mal doch hier dem Slime noch auf die Spur kommen will. Mal schauen, wo der rumhüpft. Da oben ist ja auch noch was. Okay, aber nichts weiter. Von da oben kann also nichts so runterplumpsen. So, und damit sind wir wieder hier in der Ecke. Und das hätte ich jetzt hier beinahe übersehen. Also, es ist ja unglaublich. Alter Schwede, wieder einmal. Ha? So, und ich weiß, Erde sollte man nicht mit der Spitzhacke abbauen, aber das ist mir momentan mal ein bisschen egal, denn da ist er, der Slime. Haha. Na komm, und da ist noch ein Diamant. Hohoho, sehr schön. Ha? So, Junge, zack, einmal mit der Fackel geprügelt. So, und dann werden die Kollegen hier abgeerntet. Alter Schwede, ey. Uns Inventar ist voll. Was schmeißen wir denn weg? Knochen schmeißen wir weg. Oder beziehungsweise hat Schwarzpulver hier. So. So,
Diamant haben wir eingesackt. Eisenerz nehmen wir hier auch noch mit. Da ist noch einer. So, wieder ein bisschen rumklopfen. Okay. So, und ich könnte mal... Holla, die Waldfee. Sehen, dass ich wieder hier hochkomme. Dass ich doch vielleicht... Ach, da oben habe ich auch noch was vergessen. Gold. Ja, aber war nur ein einzelner Block. Ja, wie gesagt, mit dem... die hier schmeißen wir mal weg, die Steinziegelstufen. Und ein paar Schwedenflaggen sollte ich platzieren, damit ich hier Platz kriege im Inventar. Genau, hier können wir mal den Boden ein bisschen auffüllen. Ja, also wie gesagt, Texture Pack jetzt endlich verfügbar. Aber halt ohne die Texturen für die Random Mobs. Ne? Da dann bitte selber aktiv werden und sich die Texturen für die Random Mobs einfach aus dem Original Texture Pack von Visa kopieren. Ihr könnt natürlich auch aus einem anderen Texture Pack die Random Mobs nehmen. Ja, ich will die Punkte. Upsala. Ich will das Eisen. So, ist da noch einer? Nö. Hier noch den Redstone mit. Zack. Und ja, hüpfen wir mal hier hoch. Alter Schwede, ey. Und da habe ich ein Plätzchen für eine Schwedenflagge. Sehr schön. So, die hier können wir hier auch mal verbauen. Zack. So, noch mal wieder ein bisschen Platz. So. So, zack, 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 zack. Achso, da lag eigentlich. Zack, 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 zack. Uah. Na, komm schon. So, dann schwupp. Ja. Fackel noch daneben. Und da hinten im Wasser planschen sie ganz wild rum. Oder woanders. So. Ach, da sind sie ja. Na, Freunde der Nacht. Komm mal her hier. Ja, yeah, feuchte Spiele mit faulem Fleisch. Das ist ja. Ja, den Wasserfall da oben würde ich gerne dicht machen. Aber vorher hier erstmal. Ups. Die Lava abschotten. Zack, Fackel hinsetzen. Das wird ja dann vielleicht doch mal ein kleiner Safe Spot hier. Ach komm, mach Feierabend hier. So. Dafür haben wir ja schließlich das Zeug. So, Eisen rausklopfen. Zack, zack, zack. So, ja. Und... bum, 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 bum. So, dann haben wir hier nochmal Platz. Ihr wisst schon was.
Ach doch, ja klar, ist ja das Kreuz, was da hinkommt. So. Zack, da müssen wir noch irgendwo eine hinsetzen. Aber hier kommt auf jeden Fall erstmal eine Fackel hin. Da setzen wir auch eine Fackel hin. Das geht da oben. Nach oben auch noch richtig kräftig weiter, also. Na? Achso, nee, das ist ja der Eingang, den ich da entdeckt habe, aber okay. Ja, sehen wir mal zu. Wie und ob wir da oben an das Wasser rankommen. Ich habe da schon einen Weg. Einen möglichen. Zack. Zack, wie ich mich hier hochklopfen kann. Natürlich auch noch mal weiter. Das hätte mich auch gewundert, wenn es hier nicht weitergehen würde. Ist aber erfreulicherweise einfach nur eine kleine Sackgasse. Dafür habe ich aber hier einen schönen Übergang nach da drüben. Mal schauen, was sich hier verbirgt. Schön Gold. Habe ich überhaupt? Jawohl. Okay. Soweit dann also auch hier die Sackgasse ausgekundschaftet. Das sieht soweit gut aus, das sieht soweit gut aus. Und zack, hier können wir dann uns weiter aufmachen dem Strom entgegen. Naja, da oben wird er dann zugemacht. Weg damit und schön. Ja, Wolf, ist das Ganze jetzt hier weg. Das ist doch so, als ob es Absicht wäre. Jawohl, dann können wir da lang dann weitermachen, auf Erkundung gehen. Aber erstmal werde ich einen Happen essen. Und Kohle. Jawohl. Ein paar Fackeln mir machen. Dass wir da den Vorrat wieder aufgefüllt haben. So, bis jetzt ja hier schon schöne Beute, obwohl ich einiges an Krempel ja noch mit habe. Ach, das sieht ja auch gut aus. Was wir hier. Ja, wird ja auch mal Zeit, dass wir hier ein paar Sackgassen finden. Ne? Kann ja nicht ewig so weitergehen. Und es bleibt ja noch genug übrig. Anstellen. Ja, das Texture Pack war die eine Neuigkeit. Ja, wie gesagt, ich habe es extra ein bisschen später im Video angesprochen. Ja, dass also auch wirklich nur die Leute die Belohnung erhalten, die hier durchhalten. Ja. Und sich was da hinten bewegt. Nee. Ach. So. Ja, da steckt also schon eine Absicht dahinter. Es sind ja auch die View-Zahlen ein bisschen eingebrochen. Durch meine Pause. Und jetzt weiß ich gar nicht, in welche Richtung ich hier weitergehen soll. Alter Schwede. Nehmen wir einfach erstmal den Gang da unten. Da ist nämlich Kohle. Ja. Weiß jetzt nicht, ich glaube, die letzten Folgen hatten so um die 200 Zuschauer rund. Ja. Statt der üblichen, ja, 400, 500 Views. Ich denke mal, sind schon einige Leute abgesprungen während der Pause, als eine Woche, 14 Tage keine Minecraft-Videos von mir kamen. Wo sie eigentlich. Ups. Okay, da ist ein Skelett in Lava baden gegangen. obwohl sie eigentlich angekündigt war. Und, gut. Mache ich mir dann auch weiter keinen Kopf drum. Wer halt. Ups.
nicht mal so eine Pause durchhält. Ja, hat halt Pech gehabt, wenn er dann den Einstieg nicht wieder mitkriegt. Ja, sage ich mal. Es wäre dann allerdings vielleicht doch mal an der Zeit, den Kanal zu wechseln, beziehungsweise auf einem neuen Kanal anzufangen, weil ja jetzt doch Enderman. Nein, also nicht wegen der Enderman. Ja, komm her, Bursche. Na? Ding, 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 ding. Alter Schwede. Kann ich wieder mal nur sagen. Ja, da klopft man hier nichtsahnend ein Loch in die Wand. Und schon geht die Höhle hier weiter. Ja. So. Ja, um nochmal auf die Zuschauerzahlen zurückzukommen. Überlege halt, ob ich. Einen Kanal wechsle, beziehungsweise halt mit einem neuen Kanal dann wieder starte, denn das Verhältnis von Abonnenten zu Zuschauern ist ja jetzt doch arg aus der Reihe geraten und es ist halt doch leider so, dass viele einfach auf die Abonnentenzahlen gucken. Lasse ich mir noch ein bisschen durch den Kopf gehen. Ich habe ja eigentlich auch früher immer so dagegen argumentiert, weil es ja auch einfach ja, unvermeidlich ist, dass halt nicht alle Leute den Kanalschwenk mitbekommen. Ich würde natürlich meinen alten Kanal, also meinen aktuellen Kanal, jetzt hier Dutchman64, den würde ich natürlich stehen lassen. Ja, nicht, dass der weg ist und die Videos gelöscht sind. Na Burschen, da habt ihr euch aber zu einer schönen Poolparty hier versammelt. Hier. Zack. 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 So. Ah! Wo driften denn die die Experience-Perlen hier hin? Das ist natürlich eine Ecke, wo ich sie gar nicht haben will. Und da sehe ich den nächsten Diamanten. Ey, Leute! Das ist ja hier geil. Schauen wir gleich mal, ob der nicht noch ein paar Kollegen hat. Sehr schön. Oh, noch ein bisschen mehr hier rumklopfen. Okay, dann machen wir gleich wieder zu. So, dann kümmern wir uns mal hier um das Wasser. Nur hier von mehreren Stellen anfassen. So, zack, erstmal da eingesammelt. Und da oben geht's auch noch mal weiter. Klasse. So. Ja. Meine Fresse. Alter Schwede, ey, guckt euch das mal an. Das ist doch nicht zu fassen. Diese Höhle hier. Und dann, wie gesagt, in den alten Chunks. Da unten plätschern sie schon wieder rum. Ist das abartig? Ah ja, da haben wir den. Zack, die Quelle. So, dann leuchten wir hier mal noch ein bisschen aus. Oh nee, ey, alter Schwede. Das gibt's doch nicht. Ey, guckt euch das mal an hier. Das ist doch alles nicht mehr feierlich, oder? So, dann kann ich aber hier die Gelegenheit nutzen, mal ein bisschen Cobblestone abzuladen. Ja, ich mache das eigentlich ganz gerne, dass ich hier so Löcher dann auch wieder verfülle. Und zwar massiv verfülle, also nicht einfach nur eine Decke drüber ziehe oder sowas. Irgendwo muss man ja mit dem ganzen Krempel hin, den man hier rausholt. So. Und ja, es
Ganze sieht dann halt auch einfach ein bisschen gefälliger aus. Die Orientierung ist ein bisschen leichter, wenn man hier ein bisschen so dieses grob gezackte rausnimmt, das Unübersichtliche. Ja. So, zack, zack, zack. Siehst du, haben wir einfach mal hier einen ganzen Stack verballert. So, dann können wir uns hier gleich neue zulegen und hier das Eisen rausklopfen. So. Okay. Ah ja, da unten haben wir ja Obsidian. Den könnte ich jetzt natürlich auch noch hier abbauen. Aber das schenken wir uns mal. Außerdem habe ich dafür keinen Platz im Inventar. Ne? Habe hier eh schon eine reiche Beute. So, schauen wir weiter, wie es hier oben lang geht. Zack, zack. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr so drüber denkt. Einmal jetzt hier so der, na, ich sag mal, Zuschauerschwund durch die Pause. Und ja, wie ihr über einen Kanalwechsel denkt. Wie gesagt, der alte Kanal, mein aktueller Kanal, wird halt weiter bestehen. Der wird nicht gelöscht. Es werden dann nur keine neuen Videos darauf veröffentlicht. Na, das wäre alles und weiter. Die neuen Videos, die neuen Folgen kommen dann halt auf einem neuen Kanal. Das wäre der einzige Unterschied. So, dann sind wir ja hier einmal richtig schön im Kreis gelaufen. Können wir hier auch noch Kohle rausholen. So, was haben wir noch? Eine volle Nase, deswegen mache ich gleich erstmal eine kleine Pause. Kümmere mich drum. So, erstmal machen wir dann aber auch hier die Lücke dicht, wenn wir schon wieder keinen Platz mehr für Kohle haben. Können wir aber zack. So. Erstmal noch ein paar Fackeln machen. So. Ach ja, einfach schon zu viel mitgenommen hier in diesem Höhlenausflug, aber was soll's, ne? Ist ja nicht so, dass wir es nicht haben. So. So. Und zack, zack, zack. Okay, hier stehen wir relativ sicher. Kurzes Päuschen, ihr kennt das ja bei mir. So, da bin ich wieder. Ja, was haben wir sonst noch für Neuigkeiten außer dem Texture Pack? Ich schau mal, wie es da hinten noch weitergeht. Ich habe wieder einen Tipp für euch. Und zwar auf dem Kanal Motokus World Let's Talk. Da ist eine interessante Diamanten. Serie gestartet. Und zwar dreht es sich um, ja, Kommentare und PNs auf YouTube. Alter Schwede. Da hat die gute Motoko sich ein paar Gedanken zugemacht, auch ein paar Gäste jeweils zu den Folgen eingeladen, und es geht also um die schrägen Dinge, die man manchmal in seiner Kommentar. Wo waren jetzt die Diamanten? Ha, da sind sie doch. Jawohl. Hier kann ich sie sicher abbauen. Komm. Komm. Und vielleicht noch. Nee, nichts weiter. Okay, aber noch ein Aufstieg. Die ist von woanders beleuchtet. Ist das vielleicht auch durch Lava? Ja, also zurück zu. Ah ja, doch, das sieht mir nach einer Ecke aus, die, ups, verbunden ist. Genau, da hinten haben wir eine Schwedenflagge. Das ist also schon mal Territorium, wo wir schon mal waren. Relativ bekannt, sagen wir es mal so rum. Ach ja, das ist die große Zentralhöhle hier, wo wir dann, genau, darunter sind wir runter und jetzt sind wir hier wieder rausgekommen. Klasse, wenn man so schön immer im Kreis geführt wird. Das macht das Leben doch ein bisschen einfacher. So. Und
Und das ist doch glatt eine Schwedenflagge wert. Ja, wenn sie schon hier so schön hinpasst. Zack. Komm rein da. Und zack, 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 zack. So. Jetzt haben wir auch noch einen Slot frei wieder im Inventar. Ja. Also man findet ja als YouTuber immer mal wieder so die eine oder andere schräge, mehr oder weniger schräge Antwort oder PN in seinem Postfach oder Kommentare. Und da hat sich die Motoko einfach mal hingesetzt und macht zu ja, verschiedenen dieser Kommentare und Anfragen einfach mal ein kurzes Video, diskutiert das mit anderen Let's Playern. 3 Folgen, wahrscheinlich mittlerweile sogar schon 4, sind davon schon veröffentlicht. Ich packe euch den Link zur ersten Folge mal in die Videobeschreibung. Ja, auf ihrem Kanal findet ihr dann natürlich mehr. Dieser Kanal ist auch eine Empfehlung wert. Alter Schwede, das gibt's doch nicht. Nee, ey. Man kommt hier zu nix. In dieser Höhle. Die ist einfach... Zack, okay, den kann man noch mitnehmen. Sehr schön. Zack, zack, haben wir Erde. Kann man auch noch ein bisschen aufsammeln. Und das ist unter Umständen die Sache. Andere Seite von der Lavagrube. Wo ich durchgebuddelt habe. Ups. Schön. Nee. Okay, wieso liegt denn da unten noch ein Diamant? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Da müssen wir jetzt aber was machen. Okay. Aber hier kann ich mich dann runterbauen, um den abzuholen. So. Das gibt's doch nicht. Diamanten liegen lassen? Kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann auch nur mir passieren und das kann auch nur ich. Ne? Alter Schwede. Gibt's doch alles nicht. Was für eine Höhle. So, dann klopfen wir mal hier weg. Und hier holen wir uns den Redstone. Da sollten wir ja auch noch Platz im Inventar haben. Dafür. Zack, zack. So. Und das Eisen hier holen wir uns nochmal aus der Wand. Wo uns der Creeper fast davon abgehalten hätte. Zack, so. Und dann machen wir hier wieder mal ditsch, 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 ditsch. Ein bisschen Cobblestone verstauen. So. Achso, wobei. Na, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch unser Markenzeichen hinterlassen. So, den machen wir mal da, soweit ich das dann nichts mehr spawnen kann. So. So. Söderle und Söderle. Ja, also interessante Themen, interessante Videos und das Ganze eben mal aus der Sicht des Empfängers beschrieben. Auch nochmal so ein Einblick in das Dasein als YouTuber. Da ist sicherlich auch das eine oder andere Interessante für euch dabei. Die Frage ist, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier lang. Mal schauen, was mich hier noch so erwartet. Hallo Jungs! 3 Creeper auf einmal. Ups, das war so nicht geplant, aber egal.
Alter Schwede. Es ist ich immer wieder in dieser Höhle. Ja. So, aber. So, dann können wir auch hier mal dicht machen. Ja. Ach, darunter war Redstone, den können wir noch mitnehmen. Dann ist es auch schon so langsam Zeit, wieder an die Oberfläche zurückzukehren. Ja, ich denke, ich werde auch mal da bei Motoko in ihrer Serie Kommentare und Angebote auf YouTube, hat sie es genannt. Da habe ich auch so das eine oder andere beizusteuern. Ich denke, da werde ich auch mal mitmachen und mal so ein paar Kuriositäten aus meinem Posteingang herausholen. Ja. Wie machen wir hier weiter? Ich würde sagen, wir holen uns hier erstmal das Eisen. Langsam geht dann auch meine gute Spitzhacke zu Neige. Aber, alter Schwede, schaut euch das mal hier an. Das geht hier noch und nöcher. Geht das hier weiter? Ja. Wir wollen hier mal nichts stehen gelassen oder übrig gelassen. Dann können wir mal hier weitermachen, noch ein bisschen Redstone uns holen. So. Das teilt sich ja hier wieder. Okay, hier ist jetzt aber Feierabend. Haben wir Platz für Kohle? Nö, haben wir nicht. Schmeißen wir hier den Feuerstein mal weg. Ja, wie gesagt, also interessante Serie, interessantes Projekt, was die Motoko da gestartet hat auf ihrem Kanal Motokos World Let's Talk. Und ich habe doch wieder die Dinger eingesammelt. Na sowas. So, dann sind wir aber hier weit. So weit durch. Dann holen wir uns hier noch Kohle, Eisen, Gold sehe ich noch da hinten. Also noch reichlich Vorräte, die wir hier rausholen können. So, da oben in der Decke ist ja auch noch was. Zack, 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 komm hier weg da. Es geht noch weiter. Ach, Kinders, Kinders, Kinders. Was für eine Höhle. Und wie gesagt, alles in den alten Chunks hier. Alles noch in der Beta generiert. Ja. Zack, hier noch eine Fackel hin und dann hier noch den Rest rausgeholt. Irgendwann haben wir auch diese Super Pickaxe hier geschafft. Aber ich habe ja dann auch inzwischen wieder genug Experience beisammen, um mir da was Neues zu enchanten. Ja. So, war da noch was? War da? Da war noch was. Ja, es ist. Ups. Aber. Ja, der war von der Raiffeisen-Sparkasse, ne? Wir machen den Weg frei. Versicherungsvertreter. Zack, zack. Okay, hier ist aber nichts weiter. Das wäre ja auch noch ein Ding gewesen. Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. So, machen wir hier. Da oben nochmal die Lava. Lavadicht. Mit Wolle ist das, glaube ich, nicht so gut.
So, während die abfließt, hole ich mir hier das Gold. Alter Schwede. Also. Lux, Mama. Ja? Lux. Da fehlen einem doch echt die Worte. Ja. So, mach mal zu hier. Eisen. Zack, zack, da ist aber dann nichts weiter. Und ja, ich glaube, ich mache mich mal an den Weg zur Oberfläche, dass ich wieder nach Hause komme. Und dann wollen wir doch mal sehen, wie sich das System hier bewährt. Oh, hier mit meinen Schwedenflaggen überall. Oh. Zack, zack, zack. Oh. Das ist natürlich, die sieht man auch recht schön. Ich glaube, das ist hier aber wieder nach oben ist immer gut. Obwohl ich hier auch hier einige ja, Sackgassen habe, die hier nach oben gehen. Also das muss eigentlich immer in die richtige Richtung bringen, aber die Ecke da hinten kenne ich doch. Die kommt mir bekannt vor. Also hier sind wir nicht allzu weit von zu Hause weg. Die Frage ist nur, in welche Richtung. Okay. Hier haben wir auch nochmal. Aber das Ding können wir, glaube ich, mal schnell noch mitnehmen. Das ist nämlich. Okay, doch leider keine Sackgasse. Was heißt leider? Aber es geht hier einfach mal nochmal ein bisschen weiter. Alter Schwede. Alter Schwede. Das gibt's doch nicht. Mit. Zack. So, die Koppels kümmern wir uns mal nicht drum. Die nutzen wir hier einfach, um ein bisschen wieder die Lücken zu füllen. Ja, okay, überziehe ich halt mal ein bisschen. Ja. Weil. Ja. Achso, und hab ein Essen zwischendurch. Auch mal wieder angesagt. So. Ach, okay, gut. Da sind wir ja dann wieder in bekannteren Gefilden. Platz für Kohle habe ich ja auch noch. Und dann nehmen wir das einfach mal hier mit. Zack, 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 zack. So, und noch mehr hier. Zack, alles raus, was keine Miete zahlt. Alter Schwede, ist das eine Höhle. Ja. Ich sag's immer wieder, ich weiß, aber davon hat die Höhle hier schließlich ihren Namen. Und ihr müsst mir recht geben, das Ding ist wirklich abartig, riesig. Und ihr habt ja den Download meiner Welt noch aus der Folge zur Mitbauaktion. Ja. Komm, ihr Gold nehme ich auch noch mal ein bisschen mit. Das ist doch hier so die kleinen Ecken hier noch abgrasen. Ja. Es ist ja, na, ihr kennt ja das Miraculi-Prinzip, es ist noch Soße da. Nee, ne? Das gibt's doch nicht. Ich bin jetzt hier aber
gut gefüllt. Ja, komm. Bloß, wenn ich jetzt hier wieder anfange. Alter Schwede. Ah, und ich hüpfe noch genau auf den Creeper rauf. Alter. Nee, ey. Okay, dafür habe ich jetzt aber hier eine schöne Lücke, um Cobbles abzubauen. Oh. Zack, zack, zack. Wäre doch gelacht, wenn wir hier nicht mindestens einen Stack unterbringen können. Ja, ist ja gut, ich höre euch ja. Na komm ran hier. Quietsch. Quietsch, quietsch. So. Ist jetzt Ruhe. Also. Halleluja. Alter Schwede. Ist das eine Höhle? Hier nochmal so eine riesen Kaverne. Ah, okay, das schließt sich dann aber doch an bekanntes Gebiet an. Das heißt, ich hole mir hier einfach mal noch das bisschen Eisen aus der Wand. Dafür habe ich ja noch Platz. So, zack. Zack. Alter Schwede, guckt euch das mal an. Das ist ja. Nee, ey, ne? Nee, 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 ey. Oh, ist das eine. Zack, zack, zack. Ich glaube hier bei dem Stalaktiten, weil T hängt von der Decke. Ja, machen wir auch. Und. Mal schauen. Das ist jetzt aber nicht der Weg nach Hause. Wollte ich gerade sagen. Das ist doch hier auch wieder eine lange Sackgasse. Ja, aber ich wollte euch ja auch zeigen, wie groß die Höhle ist, ne? Was das für eine Wahnsinns, Höhle ist hier. Zack, zack, zack. Nee, ne? Okay. Ich dachte schon, dass das hier wieder so ein Riesenschacht ist, der da runter geht. Schauen wir mal in die Richtung. Die Sache ist nur die, ich bin hier weit weg von meinen Schwedenflaggen und das ist ja eigentlich die Gegend, in die ich zurück möchte. Ja. Hier haben wir nichts. Da sind sie nicht. Hüpf, 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 hüpf. Hier haben wir es auch nicht. Da mache ich aber da auch meine Fackel hin, nicht, dass da was spawnt. Irgendwie. Die Ecke kommt mir auch bekannt vor. Da kommen wir aber nach oben. Ist zwar jetzt nicht so ein Laufweg, den ich mir hier gebaut habe, aber. Uah! Ich möchte ja schon wieder zurück in das Gebiet, wo ich mir die Flaggen gesetzt habe. Und mich nicht einfach hier nach oben rausgraben.
Ja, ich überziehe jetzt einfach mal schamlos, ne? Ah, autsch. Das ist nichts. Das ist. Nee, ey, das gibt's doch nicht. Habe ich mich jetzt hier trotzdem wieder verlaufen? Das ist jetzt natürlich vollkommen unbekanntes Gebiet und ich glaube, ich laufe hier schon wieder mal im Kreis. Genau, das war die lange Sackgasse. Irgendwie kommt mir aber der hier bekannt vor. Zack, 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 zack. Andy? Ja, okay, für eine Perle hätte ich hier auch keinen Platz gehabt. Da ist nichts weiter. Hier waren wir auch schon mal. Nach oben, nach oben, nach oben. Das ist doch eigentlich schon mal immer eine gute Richtung. So, hier ist nichts. Wieder. Irgendwo muss doch wieder. Na, sage mal. So, hier haben wir Treppen, Treppen, Treppen. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Natürlich wieder hier ganz andere Ecke, aber vielleicht gerade deswegen. Ja! Schwedenflagge! Es geht Richtung Heimat! Lala. Okay, die habe ich hier glaube ich so hingesetzt. Das war hier Sackgasse. Okay, aber wir sind schon mal ein Stück weiter, wir sind schon mal zurück. In dem Gebiet, wo ich meine Schwedenflaggen gesetzt habe. Genau, die Ecke hier habe ich zugebaut. Das weiß ich noch. Das war irgendwie Absicht. Da geht's runter. Hier geht's hoch. Aber wo geht's hier? Weiter hoch, das sieht mir gut aus. Ja, genau. Juckelu, juckelu, juckelu. Hoido, haben wir es doch nach Hause geschafft. Hier, die alte Schwedehöhle. Die Schwedenflagge hat uns nach Hause geführt. Halleluja. Und euch bleibt ein 2-Stunden-Video erspart. No? Tja, Leute, also diese Folge, ja, echte Überlänge wieder mal, aber auch gute Nachrichten dabei. Texture Pack, wie gesagt, und ganz interessant: die Videos auf Motocross World, Let's Talk, Kommentare, Anfragen auf YouTube, interessante Themen dabei und schöne Einblicke. No? Bis dahin. Verbleibe ich einfach mal wieder mit meinem üblichen Abschiedsgruß. Bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.